It's that zest, you go, no, she must flow. Yeah, 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 yeah. So, Fortsetzung folgt jetzt. Willkommen zurück zu Let's Play Together Ion mit Aria. Hallöchen. So, wir müssen die Quest da oben noch abgeben, dann machen wir den Weltenboss nochmal weg. Oh, der rennt schon wieder so, ey. Ach, der hat sich verwandelt, der Sack. Naja, was denkst du denn, warum ich ein Schaf bin? Ne, ich hab die Tränke nie mehr. Haha. Ja, deswegen den nächsten Boss loote ich jetzt, damit ich auch mal ein paar Tränke kriege. Hey, ich bin raus, das Back. Ja, meine Verwandlung ist weg. Wie gemein. Ich grüße euch. Okay, hätten wir abgegeben. Ja, das hat nicht wirklich was gebracht, aber egal. Kleinvieh macht auch Mist. Ah, und dann müssen wir zum Kisha-Beobachtungsposten. Was, zum Shisha? Kisha. Ach, Kisha. Ja, doch nicht gegen Shisha-Beobachter. Warte, Shisha? Beobachter. Nicht die Variante. Ach so, oh, das habe ich jetzt falsch verstanden. Wenn du halb tot bist, versuche ich mal einen Skill an dir. Hä? Ach so. Ich will mal gucken, ob das was bringt, sonst muss ich es nochmal austauschen, das Ding, mein, brauch's ja nicht. Hä? Ich habe gerade irgendwo Damage bekommen. Oh, ein blöder Geist verfolgt mich. Lass mich in Ruhe, du Sack. Stehst da hin? Wie kannst du mich von da hinten treffen? Ja, der macht gleich weg, der Geist. Ah, so, okay, er ist ein Magier, auch, dann ist wenigstens verständlich. Okay, da ist er. Oh, so. Okay. Bisschen Geduld daher. Ich mach den mal kurz weg, der nervt. So, jetzt ist meins, jetzt musst du passen beim Würfeln. Ich nehme gar nicht. Achso. Jetzt hab ich weniger Leben als du, ey. So bist du verletzt, ne, wa? So groß habe ich nicht diesmal. Ich hab eine Menge Ausweichtechniken diesmal. Schade, ich werde mal testen. Lass dich mal verhauen von irgendwas. Wie viel Leben hast du eigentlich? Du hast 6000, doch was kann ich auf einen Schlag healen, Alter. Kann etwas dauern. Okay, warte mal. Ja, okay, ich kann dich heilen. Aber nicht einfach komplett. Du warst gerade die Schlagen. Das Ding heilt 8000 Punkte und du hast 6000 Lebenspunkte. Jo. Also der ist schon nützlich, aber hat... oh, der hat... Wie lange hat der? Was zum Teufel? Der hat wirklich bloß eine Minute Cooldown? Das ist ja geil, also ich bin jetzt hier ein beschwörender Kleriker, oder wie sehe ich das? Praktisch, umso weniger sterben wir, vor allem ich. Ja, geht ja nur bei einen. Also ich konnte mich nicht mitheilen. Ist egal. Achso, wir wollten den gleich nochmal kloppen, ja? Dann warten wir kurz. Ja, warten. Oder kloppen wir nebenbei ein paar andere Viecher. Da sollen wir mal so gucken, was wir hier haben. Das ist ein geiler Mut, finde ich. Jetzt werden die Move langsam. Auch wenn die meisten erst, Attentätermäßig nach vorne gehen. Ich muss nur gucken, wie ich sie in welche Reihenfolge am besten aktiviere. Das musst du dir ein bisschen zurecht basteln. Nein, das mache ich nicht. Keine Sorge. Es gibt ja auch diese Kettenteile. Mal sehen. Fähigkeiten. Oh Gott, jetzt nerv mich doch nicht. Putznick für Arme. Den hier finde ich am besten. Ich habe den Dorsch gekostet, da war er schon tot. Naja, ja. Was sind das jetzt? Nämlich, ich kann mich mit einem Move unsichtbar machen. Das heißt, ich schlag, nach hinten teleportieren, unsichtbar machen und den Megaschlag oben drauf. Ja, dann macht so habe ich mir das gerade vorgestellt. Du machst dir die Kombos zurecht. Ich weiß gerade nicht, wo man die Ketten hier aktiviert. Irgendwo bei Fähigkeiten, ne? K und den angepasste Ketten. Genau. So, mal sehen. So, Waffenfusion. Erst oh, das kostet fast 100.000, wo soll ich denn die Kohle hernehmen dafür?
Fuck. Dann muss ich erstmal die so nehmen. So, so. Also ich brauche Geld, wo kommt man hier an Geld, ey? Diese Schokomünzen? Ne, das war woanders gewesen, ne? Ach, das war doof. Verbergen? Wo ist denn die Fähigkeit? Ach ja. Das ist das falsche Ziel. Und das hier, gut. Die Mobs haben ja auch einfach kein Geld mehr bei, ne? Ich weiß. So, jetzt müssen wir kurz testen. Nicht angreifen. Also. Wie kann ich denn die Kette aktivieren überhaupt? Ich habe keine Ahnung, wie es mit den neuen Ketten funktioniert. Normalerweise hast du die richtigen Kettendinger irgendwo anders drin. Okay, was war das? Spezialmove. Genau das will ich ja versuchen gerade einzusetzen. Dass ich mich hinter den teleportiere, mich unsichtbar mache und dann eben nochmal zuschlage von hinten. Mhm. Aber das ist leicht gesagt, denn die Kette funktioniert ja nicht so richtig. Ja, ich pack dir mal einen hinten, ich kleb dir einen am Boden fest. Da ist er. Ketten nochmal, Ketten. So, okay. Stimmt, kann der auch eine Aktionsleiste so hin verschieben. So wie ich mir das vorstelle. So. Kannst du machen, ja. So. Unsichtbarkeit. Dann der Schlag. Und dann der Schlag. Gut. Dann kann ich die noch benutzen. So. Das war eine Let's Aria richtet seinen Inventar einfolge. Inventar einrichten? Ich mache hier die Skills einrichten, wenn schon denn schon. Ja. So. So. Ah, oh, schade. Unsichtbar zu sein klappt nicht immer. Vor allem, wenn man zwei Gegner hat. Einen nehme ich dir mal ab. Etwas zu spät, aber also. Der stirbt alleine. Okay, das war ein AOE-Dot, Alter. Was ist denn das? Ich habe ein AOE-Dot. Was ist ein Dot? Na, das ist ein Zeitschaden. Achso. So, okay, ich brauche einen einzelnen, um zu testen. Ihr habt kein Ziel ausgewählt. Das ist der Bus. Ich hau ihn weg, teste mal du dein Dings. Wo ist er? Ach, ja. Der ist eigentlich auch gut zum Testen. Mann, wieso klappt das für die Unsichtbarkeit manchmal nicht? Ich meine, der hat mich ja nicht mal anvisiert, richtig. Hm. Trotzdem hat das nichts mit der Unsichtbarkeit. Ich sehe es nicht. Beim letzten Teil hat es geklappt. Ach, weil hier auch schon wieder ein Zweiter anscheinend ist. Mal sehen. Du wolltest ein neues Schwert, greif rein. Alles klar. Und dann machen wir mal hoch zur nächsten Quest. Können wir da hinporten? Da können wir hinporten. Also, wir teleportieren jetzt mal eben hin. Kisha Beobachtungsposten. Okay. Unten Mitte. Also Mitte. Weiter unten von der Mitte. Ja, warte, warte. Ich muss erstmal hier alle oben aufmachen. Kennst du auch. Gut, mehr Quests sind hier nicht. So, Stufe 30, Stufe 30, okay. Beide Waffen auch ausgerüstet.
Kauf, ja. Gott, nerv mich doch das nicht. Will Weißschwinge von Mabankta. Okay, die Hukelkugel ist stärker als man jetzt hier. Was will Weißschwinge? Hier gibt's auch eine neue Waffe, hättest du dir sparen können, die Aktion. Was? Hier gibt's auch eine neue Waffe und die ist stärker als die, die hier unten hier bei dem Boss. Was für ein Schiff. Doch, ist kein Witz. Kirchner Beobachtungsposten. Achso, da oben. Gut, warte, dann pick ich mich da hin. Was will Weißschwinge von Mabankta? Was will Weißschwinge von Mabankta? Das ist das Schwachlager, oder? Okay, die ist wirklich stärker als meine. Zwar nicht dolle, aber schon einiges. Oh mein Gott, hier wirft er da Farbkugeln. Ja, das ist ein Maler. Okay. So, wo bist du jetzt da oben, oder? Ja, ich warte hier oben auf dich. Da steht aber kein Armlager. Was bist du? Nein, unten. Du hast gesagt, mach die Map, mach die Map auf und guck, wo ich bin. Ich bin Shanginiaks Lager. Beobachtungslager, okay. Oder muss der Quest zum Abgeben. Ja. Gruppendistanz, Training, Eintritt. Na, das kann man doch hin teleportieren nachher. Was ist denn das? Feuertempel, 31 plus. Willst du da rein? Moment, ich muss das abgeben. Okay, bist du schon hier jetzt. Ja. Und die hier musst du sogar annehmen. Naja, mach mal. Angenommen, okay. Wo kann ich es abgeben? Gleich daneben. Gut, hätte ich auch. Schon ein bisschen blöde, dass sie das Loot-System so vereinfacht haben. Du kannst doch kaum was looten hier. Ja, deswegen ja. Ich habe es immer besser gefunden, wenn man Monster-Drops die besseren Waffen bekommen hat, statt irgendwo von der Quest her zu bekommen das Zeug. Ja, das gab's mal. Oh, hier ist noch was halt übersehen, siehst du? Was ist denn hier mit dir? Ah, verdammt! Warte, ich heile dich. Welche waren das? Die hier? Das ist kein gültiges Ziel. In die Tiere! Ja, schön, wenn die eigentlich mit so einer Witze machen. Hm. Wünscht ihr etwas von mir? Naja, ich hab ne GK-Marmelade. Kann man mitnehmen, ist nicht lang. So, hast du hier alles? Das ist besser als die Waffe, die ich habe, ey. Ja, deswegen. Naja, dann wird die in der Haupthand gelegt und die andere... Lass ja erstmal Angriffsgeschwindigkeit. Dafür ist die andere aber schneller. Ja, die kannst du leider nicht fusen. Leider. Ich kann auch nicht fusen, weil ich kein Geld hab. Und ich hab noch ein paar Klunker bekommen. Aber wie geht das Fusionieren überhaupt? Na, du machst Linksklick auf deine Waffe und dann gehst du auf den Amboss und dann hast du das Waffenmenü und gehst auf Waffenfusion. Amboss? Und der Rest hat Platz von selber. Waffenfusion. Ach, da unten, okay. Da komme ich gar nicht ran an das Menüteil. Hä? Ja. Ja, weil die kannst du nicht fusionieren. Deine kannst du nicht fusionieren, das ist eine Einhandwaffe, du kannst nur zwei Hand fusionieren. Also. Sehen aber beide ungefähr gleich aus, siehst du? Ja. Die eine ist bloß heller, die andere ist dunkler. Finde ich cool. Gut, okay. Beenden wir den Part an der Stelle? Alles klar. Dann bis gleich. Also, gefällt mir echt. Die eine ist dunkel und die eine ist hell. Das gefällt mir super. Wahnsinn.